Der Bann ist gebrochen und tatsächlich klappt's mit einem Spitzmorchel-Rekordfund. Wer hätte es gedacht? Ich muss sagen, nach den ersten 3-4 Stunden heute habe ich fast aufgegeben. Ich war mir schon fast sicher, das wird auch heute nichts und morgen nichts. Und dieses Jahr geht es tatsächlich trotz der milden Temperaturen später los als letztes Jahr. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Auwaldrunde. Heute bei Eiseskälte, aber wunderschönem blauen Himmel mit Sonnenschein. Ja, was haben wir um diese Jahreszeit wohl vor? Wir werden es an diesem Wochenende noch ein allerletztes Mal versuchen, eine Rekordspitzmorchel aufzutreiben. Heute und morgen hätten wir dafür noch Zeit. Letztes Jahr gab es die erste Spitzmorchel und es war ein Rekordfund am 10. März. Wenn wir es noch am 8. oder 9. März mit der ersten Spitzmorchel schaffen, hätten wir auch dieses Jahr einen Rekordfund. Ja, und das bisschen Kuriose dabei ist, wenn wir heute eine Spitzmorchel finden, dann fühlt sich das für mich so an, als wäre sie 2 Wochen zu spät da. Ja, also irgendwie durch diesen ganz, ganz milden April, alles wird mittlerweile schon grün bei uns. Die Grünlandtemperatursumme hat auch bei uns die 200 Grad überschritten. Ja, es fühlt sich so an, als müssten die Spitzmorcheln und vielleicht auch die böhmischen Werpeln schon mindestens 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Wochen da sein. Sie sind es aber nicht. Ja, vielleicht wachsen die Morcheln doch nicht nach Temperatur, sondern eher nach Kalender. Ja, kleiner Scherz am Rande. Im Endeffekt weiß man ja nie, was denen so einfällt. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Klappt es mit einer Rekordspitzmorchel? Klappt es mit einer rekordböhmischen Werpel? Bei den Scheibchenlorcheln werden wir auf alle Fälle nochmal vorbeischauen. Ja, und dann schauen wir mal, was sich dazwischen so zeigt. Letzte Woche gab es ja mit dem fettig glänzenden Häubling einen ganz, ganz schönen Fund. Vielleicht ist heute sowas wieder dabei. Und irgendwas findet man auch zu so einer relativ artenarmen Zeit natürlich immer. Würde mich freuen, wenn es mich zum Start ins Wochenende wieder auf der Waldrunde begleitet. Und dann drückt es vielleicht ein bisschen die Daumen, dass es vielleicht tatsächlich mit einer Rekordspitzmorchel oder rekordböhmischen Werpel heute klappt. Auf geht's! Liebe Pilzfreunde, ich glaube, die Waldrunde startet hier am Wegesrand gleich mal mit einem kleinen Erstfund. Gattungszuordnung sollte auf den ersten Blick klar sein, da wird es in die Richtung Trompetenschnitzling gehen. Aber ich würde sagen, das ist nicht der gemeine Trompetenschnitzling, auch genannt Wintertrompetenschnitzling. Ich würde sagen, das ist der flockige Trompetenschnitzling. Warum? Die Fruchtkörper sind deutlich, deutlich kleiner und zierlicher. Ja, die Hutfarbe passt für mich auch nicht. Die ist bei den normalen Trompetenschnitzlingen eher orangebräunlich und nicht so intensiv ziegelrotbräunlich. Und dann natürlich die namensgebende Flockigkeit. Schaut euch mal den flockigen Stiel an. Und vor allem auch hier bei den beiden geernteten Fruchtkörpern, beziehungsweise beim Fruchtkörper vorne dran vor allem, der behangene Hutrand. Ich würde sagen, flockiger Trompetenschnitzling. Was meint ihr? Ist natürlich bei so einem Erstfund immer mit einem kleinen Fragezeichen hinten dran, weil man eben noch keine Erfahrung mit so einer Art dann gehabt hat. Aber ich würde erstmal sagen, flockiger Trompetenschnitzling, muss es dann zu Hause in der Nachlese nochmal überprüfen, mache aber schon mal meine Detailaufnahmen. Denn wenn ich den Fund dann wirklich als flockiger Trompetenschnitzling sicher bestimmt bekomme, dann werden wir dann natürlich auch ein ausführliches Porträt zur Art machen. Ja, und 1, 2 Fruchtkörper von denen stehen ganz viele hier rum. Nehme ich natürlich mit. Vielleicht haben wir das Glück, auch noch normale Trompetenschnitzlinge zu finden. Dann können wir die vielleicht auch direkt miteinander vergleichen. Auf diesem bemoosten Stumpf haben wir im letzten Jahr eine Scheibchenlorchel gefunden. Dieses Jahr tut sich bei den Scheibchenlorcheln noch nichts, aber ich möchte euch was anderes zeigen. Und zwar einen echten Riesen. Schaut erstmal hier unten, relativ unspektakulär, ein relativ normaler Fruchtkörper vom, man sieht es hier unten schon, rotrandigen Baumschwamm. Aber jetzt passt's mal auf. Ein ungewöhnlich riesiges, also großes, wäre wirklich eine Untertreibung, riesiges Exemplar vom rotrandigen Baumschwamm. Schaut euch das mal an, was das für ein Riese ist. Ich habe auch schon was vorbereitet. Da oben liegt eine Walnussschale zum Größenvergleich. Ich glaube, die Größe kommt hier im Video gar nicht so gut rüber. Ein richtiges Monstrum. Wunder, wunderschön. Ja, und wenn ich die Gutationstropfen hier auf der Hutunterseite, ich gehe mal ein bisschen näher ran, richtig interpretiere, ja, und schaut euch mal die Farbe von der Hutunterseite an. Der ist definitiv noch am Wachsen. Da bin ich schon gespannt,
wie der vielleicht dann nächstes Jahr aussieht. Wir hoffen mal, dass der mindestens noch bis nächstes Jahr hier stehen bleibt und weiter wächst. Rotrandiger Baumschwamm ist ein Heil- und Vitalpilz. Solange er unten möglichst cremeweißlich gefärbt ist, so wie hier, kann man ihn noch verwenden. Aber da die Art extrem häufig ist, würde ich aus Respektgründen dringend davon abraten, solche alten Riesen zu sammeln. Die sollen stehen bleiben und weiter wachsen und vielleicht dann noch den ein oder anderen Spaziergänger erfreuen. Wunderschön, wie gesagt, es hier sofort zu finden. In unmittelbarer Nähe von dem Baumstumpf habe ich jetzt schon die nächste Art für die Fundliste entdeckt. Und zwar sollte das ein Fichtenzapfen-Helmling, Fichtenzapfen-Rübling sein. Ja, ist ziemlich dunkel hier, sieht man nicht vernünftig. Ich nehme den Fund mal raus. Und es ist ein Fichtenzapfen-Helmling. Man erkennt es an dem grauen Stiel, an dem typischen Lamellenstand. Und ich rieche mal kurz dran. An dem chlorartigen Geruch. Und bei dem Fruchtkörper fällt mir jetzt tatsächlich mal auf, dass der gar nicht so extrem nach Chlor riecht. Ja, er riecht schon deutlich nach Chlor, aber so extrem, wie ich das von den anderen Funden bisher gewohnt war, fällt es nicht aus. Vielleicht sind meine Sinne da jetzt aber ein bisschen geschärft, weil ich ein paar Mal darauf hingewiesen wurde, dass die anscheinend nicht immer so extrem nach Chlor riechen, wie ich es im Kopf hatte. Die Scheibchenlorcheln sind tatsächlich auf einem weiteren Stumpf angekommen. Den Stumpf habe ich genau vor einer Woche kontrolliert, da war noch nichts zu sehen. Kann natürlich sein, dass ich den Fruchtkörper übersehen habe, weil er sehr, sehr versteckt hier auf der Nordseite zu finden ist. Aber jetzt ist auch dieser Stumpf wieder mit Scheibchenlorcheln bevölkert. Zumindest mit der einen. Die andere Seite, die Südseite, wo sie dann doch ein bisschen milder und wärmer ist, müssen wir gleich noch kontrollieren. Und auch das kann passieren. Wer sich an letzte Woche erinnert, an dieser Stelle war eine der schönsten und größten Scheibchenlorcheln. Und die ist entweder vom Myzel getrennt worden und runtergefallen oder die Schnecken haben sie sich geschnappt. Aber wer letzte Woche auch aufgepasst hat, der weiß, hier waren noch ein paar mehr Fruchtkörper, die allerdings kaum gewachsen sind. Also da ganz vorne ganz, ganz kleine Scheibchenlorcheln. Hier unten vielleicht ein bisschen größer. Und das nächste Vorkommen der Scheibchenlorchel auf Nadelholz ist entdeckt. Schaut's mal, da ein Fruchtkörper, da ein Zwillingsfund, hier oben ein paar und jetzt passt's mal auf, einer der schönsten Scheibchenlorchelfunde, die wir dieses Jahr bisher hatten. Eine richtig schöne Gruppe mit jungen, frisch gewachsenen Scheibchenlorcheln. Ja, und wir haben, ich habe es letzte Woche schon betont, jetzt wahrscheinlich schon die 10, 12 oder 15-fache Menge an Fruchtkörpern der Nadelholzscheibchenlorchel entdeckt, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht. Darunter habe ich auch noch eine übersehen. Ja, da ist wieder der komplette Stumpf voll. Wunderschön. Schaut's mal, wer sich hier so ein bisschen die Frühlingssonne teilt. Hier haben wir auf der einen Seite wieder mal das gefleckt blättrige oder gefleckte Lungenkraut. Warum es so heißt, ja, die Blätter sehen so aus. Und ein paar Zentimeter daneben die Schlüsselblume. Ja, und das ist für mich die erste Schlüsselblume bei uns dieses Jahr, wo zumindest ansatzweise die Blüten zu sehen sind. Jetzt hier in der Bildmitte zum Beispiel, da vorne so ein paar Knospen, hier in der Bildmitte und auch hier in der Bildmitte. Dementsprechend auch bei den Schlüsselblumen und beim Lungenkraut geht's voran. Ja, das Einzige, was noch fehlt, sind Morchel und Werpel. Während sich Schuppenwurz und Pestwurz, gut, die kommt bei uns sowieso mal ein bisschen später, immer noch hartnäckig weigern, folgt auf Schlüsselblume und Lungenkraut der Seidelbast, auch ein Morchelanzeiger. Ja, und die Schlüsselblume und das Lungenkraut sind hier, ja, was werden es sein, 20, 30 Meter Luftlinie von diesem blühenden Seidelbast weg. Und das nächstgelegene Werpelhabitat, ja, vielleicht 50 Meter. Und dementsprechend sehen wir schon, diese Morchelanzeiger kann man wunderbar auch als Anzeigerpflanze für Werpelhabitate verwenden. Der Bann ist gebrochen und tatsächlich klappt es mit einem Spitzmorchelrekordfund. Wer hätte es gedacht? Ich muss sagen, nach den ersten 3-4 Stunden heute habe ich fast aufgegeben. Ich war mir schon fast sicher,
Das wird auch heute nichts und morgen nichts. Und dieses Jahr geht es tatsächlich trotz der milden Temperaturen später los als letztes Jahr. Hätte mich stark gewundert und auch so wundert es mich, dass es erst heute klappt. Aber sie sind da, ja, und anscheinend auch schon mit mehreren Fruchtkörpern. Denn hier haben wir eine ganz, ganz kleine Babyspitzmorchel, die ich fast übersehen hätte. Und hier vorne schon eine etwas größere, aber natürlich immer noch viel zu klein, um sie zu ernten. Meine ersten Spitzmorcheln im Pilzjahr 2024 nochmal 2 Tage früher als letztes Jahr und damit erneut ein Rekordfund. Gibt es was Schöneres als diese Struktur, ja, vom Kopfteil von den Morcheln? Zumindest um diese Jahreszeit würde ich ein ganz klares Nein aussprechen wollen. Übrigens auch wieder ganz, ganz typisch, Morchelanzeiger Weinbergschnecke direkt neben der ersten Spitzmorchel 2024. Ich zeige euch die Spitzmorchel jetzt aber nicht nur, weil die so eine schöne Struktur hat, sondern weil ich noch was entdeckt habe, und zwar einen weiteren Neuankömmling in diesem Pilzjahr. Kleine braune Becherlinge, die wir hier nicht bestimmt bekommen werden, zumindest nicht exakt, denn es sind entweder Anemonenbecherlinge oder Schaboxkrautbecherlinge. Was ist nochmal der Unterschied? Anemonenbecherlinge wachsen auf dem Wurzelgeflecht vom Buschwindröschen und Schaboxkrautbecherlinge, wen wundert's, auf dem Wurzelgeflecht vom Schaboxkraut. Ja, und hier haben wir das Problem, dass das Buschwindröschen und das Schaboxkraut wild durcheinander wachsen und dann kann man die im Prinzip hier im Habitat nicht auf Artebene bestimmen. Ging mikroskopisch, aber ja, müssen wir uns jetzt nicht antun, wir haben beide Arten schon im Pilzbuch und es gibt ganz, ganz viele eindeutige Stellen, wo es dann eben nur das Buschwindröschen oder das Schaboxkraut hat und da braucht man sich dann über die etwas doch aufwendigere mikroskopische Bestimmung keine Gedanken machen. Speisepilze sind beide Arten nicht, dementsprechend auch da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Ja, und unterschieden werden die eben nur über die Wirtspflanze oder eben das Mikroskop. Schön, dass die jetzt auch da sind. Habe ich auch schon ein paar Ecken angelaufen die letzten Wochen. Da hat sich noch nichts getan. Jetzt Spitzmorchel und diese Becherlinge gleichzeitig gefunden. Was will man mehr zum Start ins Wochenende? Was mir heute wirklich extrem auffällt, ist, die Morcheln sind wirklich viel, viel größer, viel, viel weiter als im letzten Jahr. Ja, und das heißt, die müssen hier auch schon ein bisschen länger stehen. Ich glaube, wenn ich diese Stellen letzte Woche ein bisschen intensiver kontrolliert hätte, gerade diese Stellen, ja, und hier vielleicht auch nicht so viel Laubstreu rumlegen würde, dann hätte es vielleicht auch letzte Woche schon mit einer Babyspitzmorchel klappen können. Aber gerade wenn die so klein sind, ja, oder man einfach nicht das Glück hat, dass die an einer Stelle wachsen, wo es nicht so viel Laubstreu hat, ja, dann ist es einfach bei ganz, ganz jungen Babyspitzmorcheln mega, mega schwierig. Da braucht es Wachstum an ganz, ganz exponierten Stellen, möglichst mit blanker Erde ohne Laubstreu. Hier jetzt aber, wie gesagt, schon der dritte Fund. Ja, und ich muss mich hier im Habitat jetzt natürlich noch ein bisschen genauer umschauen und schauen, auf wie viele Spitzmorcheln wir hier heute kommen. Macht schon wieder riesengroßen Spaß. Das soll es für die heutige Waldrunde dann auch schon gewesen sein. Warum? Weitere Morchelfunde gab es an der Stelle jetzt leider nicht mehr. Ja, und ich bin schon viele Stunden unterwegs und brauche jetzt einfach eine kleine Pause. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Endlich, in Anführungszeichen, die ersten Spitzmorcheln, so früh wie noch nie. Muss aber dazu sagen, wenn es in so einem Pilzjahr wie 2024 bei uns im östlichen Oberbayern nicht mit Spitzmorcheln im Februar klappt, ja, wo wir so einen extrem milden Februar haben, wo der Februar sogar noch einen Tag länger ist, dann würde ich persönlich davon ausgehen, dass es zumindest in den Habitaten, wo ich unterwegs war, so richtige Südhanglagen habe ich da an der Stelle leider nicht, keine Chance gibt auf Spitzmorcheln im Februar. Natürlich kann mich das nächste Jahr schon wieder Lügen strafen, aber ja, nach dem Jahr würde ich davon ausgehen, nee, Spitzmorcheln im Februar bei uns im östlichen Oberbayern, wenn man nicht eine ganz, ganz exponierte Südhanglage hat,
no chance. Falls jemand im östlichen Oberbayern doch schon im Februar mal Spitzmorcheln gefunden hat, gerne ab damit in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden das Habitat spätestens nächste Woche nochmal anfahren und schauen, ob es noch weitere Spitzmorcheln hat und ob dann vielleicht auch schon die ersten erntereifen Fruchtkörper dabei sind. Die wir heute gefunden haben, werden wir auf alle Fälle stehen und wachsen lassen. Werden wir sie wieder über Wochen beobachten. Ja, dann können wir vielleicht in Richtung Anfang April, Mitte April, wenn sie hoffentlich bis dahin stehen geblieben sind, nochmal einen Wachstumsvergleich vielleicht mit dem letzten Jahr machen. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.